Hallo, ich bin Manuela, komme aus dem schönen Cuxland und zeige euch heute, wie man Speckbohnen macht. Man kann frische Prinzessbohnen nehmen oder gefrorene, also TK, das ist überhaupt kein Problem. Als erstes versucht man, die in einer gleichen Länge zu schneiden. Das erleichtert nachher das Einrollen in den Speckmantel. Ich habe jetzt Wasser aufgekocht mit Salz und packe dort die Speckbohnen, also die Bohnen rein. Die müssen dann einen Moment kochen, so dass dass die noch al dente sind. Ich habe mir dann eine Schüssel mit Wasser und Eiswürfel genommen. Das mache ich deshalb, die Bohnen haben ja eine schöne grüne Farbe, wenn sie ins Wasser kommen, wenn sie ins heiße Wasser kommen. Und wenn sie rausgenommen werden und man sie nicht gleich abschreckt, also mit Eiswasser, dann können sie relativ schnell grau werden und unansehnlich. Und das ist immer relativ einfach, eine Schüssel Wasser mit ein paar Eiswürfel. Und wenn die fertig sind vom Garpunkt, kommen die in die Eisschüssel und danach kann man sie auch sofort weiterverarbeiten. So, jetzt habe ich meine Bohnen, die sind jetzt im Eiswasser, haben sie gelegen. Jetzt nehme ich ein bisschen Butterschmalz in die Pfanne. Lassen das schön so ein bisschen heiß werden. Nimm mir eine Scheibe Bacon. Nimm mir dann meine Bohnen hier raus, so 5 Stück. Ich würde immer 5, wenn man nachher zum Menü 3 Böhnchen gibt, dann ist das voll und ganz lang, 3 oder 4. Dann dreht man das ein. Davon mache ich mir ein paar fertig. Das Schöne ist, die Bohnen sind jetzt kalt und sind immer noch schön grün. Die Speckbohnen werde ich nachher zu einem Menü oder zu einem Gericht machen. Da gibt es Speckbohnen mit einem Rinderfilet, Kartoffelgratin und einer tomatisierten Bernese. Speckbohnen selber kann man auch schön zum Steak machen, kann man auch gut vorbereiten können, wenn die fertig sind, also fertig gerollt sind im Kühlschrank, kann man dann abends rausnehmen und die dann mit abbraten. Jetzt werden die schön kross angebraten, deshalb habe ich auch nur ganz wenig Butterschmalz genommen, weil der Bacon selber ja auch fettig genug ist. Einfach und schnell zubereitet, ein paar Speckbündchen, passt zu jedem Fleischgericht. Guten Appetit!